Hallo Jena, heute sind wir wieder in der Situation, dass wir schon gestern am Donnerstag gedreht haben, weil am Freitag zu wenig Zeit dafür ist. Ich habe 4 Themen im Rückschau auf die vergangene Woche, auch ein bisschen Blick nach vorn. Ich will mal beginnen mit letzten Freitag. Da ist der Preis für Zivilcourage verliehen worden. Seit 2000 wird der verliehen. Damals 2000, als sich erstmals in Reaktion auf rechtsradikale Umtriebe hier in der Stadt die Zivilgesellschaft erhoben hat, aufgewacht ist und seitdem regelmäßig und immer wieder erklärt, dass wir in Jena rechtes Gedankengut, rechtsextremes Gedankengut nicht haben wollen. Und in der Tradition seit 2000 wird dieser Preis verliehen für Menschen, die sich zivilcouragiert verhalten haben, die aus der Bevölkerung heraus vorgeschlagen werden für diesen Preis, oft selbst in dem Moment noch gar nicht wissen, dass sie vorgeschlagen sind. Und dann findet sich eine Jury zusammen, die entscheidet, wem dieser Preis verliehen werden soll. Und da geht es um die Frage, wie definieren wir Zivilcourage, was ist das denn? Und wir haben gemeinsam mit CoCont, die das immer ganz wunderbar vorbereiten und organisieren, uns auf eine Definition verständigt, die verschiedene Facetten berücksichtigt. Es braucht Mut, es braucht den Einsatz für Werte, die wir in unserer Gesellschaft teilen und auch gelebt wissen wollen. Es braucht das Moment des eigenen Risikos, nicht, dass man sich selber ins Risiko stürzt, aber dass man in Situationen eingreift, dazwischen geht, handelt, nicht wegschaut, nicht wegsieht, in denen Dinge passieren, die wir nicht wollen, die den Werten unserer Gesellschaft zuwiderlaufen und wo es nicht sicher ist, dass in dem Moment, wo man eingreift, man sich nicht selbst der Gefahr aussetzt, auch mit in Probleme verwickelt zu werden, vielleicht auch selbst angegriffen zu werden. Nicht zwingende Bedingungen, aber in aller Regel ist das in der Vergangenheit so gewesen, dass diejenigen, die dann ausgezeichnet wurden, genau in diesem Sinne das Proaktive, das ohne Rücksicht auf eigenes Risiko Eingreifende und Handelnde auch an den Tag gelegt haben. Es ist wie immer in den letzten Jahren eine doppelte Preisverleihung gewesen. Wir kombinieren das schon seit einiger Zeit mit der Verleihung des Charlotte-Figula-Preises. Professor Figula und seine Frau erinnern damit an ihre vor vielen Jahren viel zu jung verstorbene Tochter, Kosmopolitin, die jetzt die Erinnerung an sie in der Verleihung dieses Preises lebendig und wach gehalten werden soll. Und hier geht es darum, Schülerinnen und Schüler, also ganz junge Menschen auszuzeichnen, die sich einem bestimmten Thema gewidmet haben. In diesem Jahr war das Thema Protest. Und dann die Frage eben, wie Schülerinnen und Schülerinnen mit diesem Thema sich auseinandersetzen. Und da sind wieder unglaublich kreative Beiträge zusammengekommen, ganz unterschiedlich. Es gab ein Gedicht im Stile von Poetry Slam, es gab ein Video, super professionell gemacht und ganz, ganz kreativ in der Umsetzung. Also ganz, ganz unterschiedliche Ansätze auch. Und der Charlotte-Figula-Preis ist inzwischen so, dass er auch thüringenweit abstrahlt. Da waren Schülerinnen und Schüler aus ganz Thüringen da, unter anderem ein halber Bus voll wahrscheinlich aus dem Eichsfeld angereist, die auch einen Preis bekommen haben. Also wunderschön. Und das Ganze in Kombination mit dem Preis für Zivilcourage. Und da hat es in diesem Jahr zwei Besonderheiten gegeben. Die Jury hat sich zum einen darauf verständigt, den Preis zu vergeben an jemanden, der die Zivilcourage im beruflichen Kontext an den Tag gelegt hat. Das ist in der Vergangenheit eher vermieden worden, weil es ja meistens dann so in die Richtung geht, dass jemand in einem Verein engagiert ist, der sich ohnehin in diesem Themenbereich engagiert und es dann sozusagen nichts Besonderes ist, in großen Anführungszeichen natürlich, da dann als Einzelperson nochmal herausgestochen zu haben. Hier war es aber so, dass in diesem Jahr ein Journalist den Preis bekommen hat, nämlich Fabian Klaus von der TLZ, der schon seit vielen Jahren sehr, sehr kritisch und sehr, sehr eng beobachtend an vor allem Veranstaltungen und Demonstrationen dran ist, zu denen sonst keiner hingehen möchte, weil es nicht ungefährlich ist inzwischen, nämlich da, wo sich Rechte, Rechtsextreme, Rechtsradikale, Verschwörungstheoretiker oder wer auch immer in diesem Segment unterwegs ist,
zu Versammlungen oder Demonstrationen treffen. Und damit überhaupt darüber noch berichtet wird, das hat er sich auf die Fahnen geschrieben, damit das nicht im Verborgenen passieren kann, damit auch das an das Licht der Öffentlichkeit gezogen wird, wenn man so will, dass sich da nichts ausbreiten und verhärten kann, ohne bemerkt zu werden. Und das hat ganz konkret bei einer Gelegenheit auch zu tätlichen Angriffen auf ihn geführt, aus einer solchen Demonstration heraus. Und für diese einerseits dauerhafte, nicht ungefährliche kritische Berichterstattung aus diesem Milieu oder über dieses Milieu, kombiniert mit diesem ganz konkreten Vorfall, da gab es einen Vorschlag aus der Bevölkerung und die Jury hat sich entschieden, da jetzt mal den Schritt zu gehen und zu sagen, jawohl, das ist etwas, weil hier der berufliche Kontext auch eine gesellschaftliche Bedeutung hat. Wenn es Medien nicht mehr möglich ist, über alles zu berichten, was in diesem Land passiert, dann ist das der Anfang von einem Weg, den wir alle miteinander nicht wollen können. Und insofern hier auch ein deutliches Signal der Jury und ein herzlicher Dank an Fabian Klaus für sein Engagement mit der Vergabe dieses Preises. Und eine zweite Besonderheit in diesem Jahr, auch das hat es so noch nicht gegeben, war die Verleihung eines Sonderpreises. Hier ist es so, dass die Jury in den vergangenen Jahren häufiger schon einen Vorschlag aus der Bevölkerung hatte, mitunter sogar mehrfach, und irgendwie ja den richtigen Zeitpunkt verpasst hat. Als der Vorschlag zum ersten Mal auf dem Tisch lag, hat man in der Jury gesagt, einerseits, das wäre zu früh. Wir wissen noch nicht genau, wohin sich diese beginnende Tradition entwickelt. Zum anderen gab es einen anderen Preisträger, dem man damals den Vorzug gegeben hat. Und dann in der Wiederholung der Folgejahre, als der Vorschlag immer wieder kam, stand man vor der Frage, naja, jetzt haben wir irgendwie den richtigen Zeitpunkt verpasst. Wenn wir den Preis jetzt vergeben, wird man uns fragen, warum nicht schon im vergangenen Jahr oder im vorvergangenen Jahr. Jetzt ist die Jury, wenn man so will, über ihren Schatten gesprungen und ist diesen Schritt gegangen. Konkret ausgezeichnet worden sind hier drei Menschen, die seit vielen Jahren das Format Klang der Stolpersteine organisieren. Also ganz konkret sind das Herr Wegener, Herr Noack und Herr Professor Paulus, die sich, nachdem 2016 Neonazis durch das Damenviertel marschiert sind, gesagt haben, das wollen wir nicht ein zweites Mal passieren lassen. Und zwar marschiert am 9. November, ausgerechnet am 9. November, dem Gedenktag, wo wir uns an die Reichspogromnacht erinnern. Und das sollte kein zweites Mal passieren. Und der Ansatz war, immer an den Stolpersteinen, die in der Stadt verlegt sind, an vielen verschiedenen Stellen vorher im Vorlauf zum 9. November Veranstaltungen anzumelden, sodass diese Orte quasi schon besetzt sind, dass am gleichen Ort keine Demonstration oder Veranstaltung von Rechtsextremen mehr angemeldet werden kann. Und dieses Konzept hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter ausgewachsen. Man hat mit etwa 20 Orten angefangen. Inzwischen ist man bei gut über 50. Und im Prinzip ist inzwischen an diesem 9. November im Zusammenhang mit diesem Projekt Klang der Stolpersteine die ganze Stadt auf den Beinen. Wir haben das dann kombiniert mit dem Gedenken und Erinnern, das immer schon am Westbahnhof stattgefunden hat am 9. November, um zu erinnern an die Juden, die vom Westbahnhof aus deportiert worden sind in die Lager. Und die Kombination dessen hat der Veranstaltung, die es schon länger gab, zu einer ganz neuen Größenordnung auch verholfen. Das waren vormals immer so 40, 50, 60 Teilnehmer. Inzwischen, weil dann nach dem Klang der Stolpersteine, wo zeitgleich an inzwischen über 50 Orten in der Stadt dieses wohlbekannte Lied Das Kälbel gesungen wird. Danach, nach dem Musizieren, zieht man wie mit einem Sternmarsch zum Westbahnhof und trifft sich dort zu einer zentralen Gedenkveranstaltung. Und die wird inzwischen stabil von mehreren hundert, teilweise über 1000 Menschen besucht, quer durch alle Schichten, quer durch die gesamte Bevölkerung, ist eine Riesenerfolgsgeschichte, die inzwischen auch in anderen Thüringer Städten aufgegriffen und dort gelebt wird, also ein ganz, ganz wunderbares Format. Und da sei den drei Herren aufs Herzlichste gedankt und nochmal nachträglich gratuliert zum Zivilcourage-Preis, dem Sonderpreis, der verliehen wurde. Herr Professor Paulus hat in seiner Dankesrede sehr
nachdenkliche Töne angestimmt, sehr mahnende Töne angestimmt, sinngemäß gesagt, er sei sich nicht sicher, ob der Preis nicht zu früh kommt, weil die eigentliche Bewährungsprobe uns sehr wahrscheinlich noch bevorsteht, und hat skizziert in wenigen, aber sehr, sehr markanten Sätzen, wie man sich das vorstellen müsse für den Fall, dass Höcke gewählt wird. Da braucht's, also ich will jetzt nicht die gesamte Rede wiederholen, aber es braucht nur einige Zufälle bei der Wahl, dass einige Parteien vielleicht nicht in den Landtag einziehen und dann vergleichsweise weniger Stimmen genügen, um eine Mehrheit zu finden, plus noch ein, zwei weitere Effekte. Also er hat ein Szenario aufgemalt, was drohen könnte, wenn hier die Dinge ins Rutschen geraten. Das muss man nicht alles zu 100% mit dieser großen Sorge sehen vielleicht, aber es war sehr gut, dass dieses Szenario mal aufgerissen war, damit uns allen klar wird, dass Zivilcourage vielleicht noch viel, viel wichtiger werden kann, als sie das heute schon ist. Sehr, sehr mahnende Worte. Abschließend hier mein ganz, ganz herzlicher Dank. Glückwunsch nochmal an die Preisträger und mein ganz, ganz herzlicher Dank an CoCont, die das organisiert haben, an die Jury, die diese beiden Entscheidungen getroffen hat, und an den diesjährigen Stifter, die Volksbank, die die beiden Preise finanziell hinterlegt hat. Zweites Thema, ich gebe jetzt ein bisschen mehr Gas, das war jetzt etwas länger geworden. Wir haben am Dienstag, am Feiertag, den Tag der Deutschen Einheit begangen, feierlich und in Erlangen. Das wissen Sie ja, dass wir das alternierend ein Jahr in Erlangen und im darauffolgenden Jahr in Jena machen. Diesmal waren wir dran, die Erlanger zu besuchen. Wir haben uns mit drei Bussen auf den Weg gemacht, also es waren etwa 150 Teilnehmer dabei, plus diejenigen, die in den Sportwettkämpfen dort sich gemessen haben mit den Erlangern, also im Volleyball und beim Tischtennis. Also wieder viele, viele Teilnehmer, und wir haben beides gefeiert, wie immer, den Tag der Deutschen Einheit und inzwischen 36 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Erlangen und Jena. Das wissen Sie ja wahrscheinlich, dass diese Städtepartnerschaft schon vor der deutschen Wiedervereinigung begonnen hat, nämlich 1987. Auf der Veranstaltung beim Festakt und dann auch bei den verschiedenen Dingen, die in Erlangen über den Tag und den Nachmittag stattgefunden haben, waren auch wieder zwei Alt-OBs dabei, jeweils die Vorvorgänger der jetzigen, Florian Jannig und ich natürlich. Wir haben begrüßt und eröffnet und waren dann an verschiedenen Stationen dabei. Aber auch Peter Röhlinger war wieder mit dabei in Erlangen, und sein Amtskollege von damals, der Vorvorgänger von Florian Jannig, Herr Halweg, war ebenfalls da. Sehr schön, hier wieder jeweils im Doppel vertreten zu sein. Ganz toll. Das Programm war bunt wie immer. Es gab natürlich den großen Festakt im Redutensaal in Erlangen. Es gab eine sehr nachdenkliche und auch sehr anekdotenreiche Festrede von Lutz Rathenow, der hier viel als Schriftsteller, Literat, aber eben auch als Kämpfer gegen das System in der DDR zu berichten hatte. Das war sehr, sehr spannend, ihm zuzuhören. Danach eine Stadtführung in Erlangen, wer das wahrnehmen wollte. Ein Kneipenquiz, insbesondere für die jungen Leute. Sehr interessant, in den letzten Jahren immer schon. Tolles Event. Ein Konzert einer Big Band, die sich zusammengesetzt hatten aus Musikern von Jena her und auch von Erlangen her, die nur ganz, ganz wenig Zeit hatten, vorher gemeinsam zu proben, aber ein fulminantes Programm auf die Bühne gebracht haben, und zum Abschluss wie immer eine ökumenische Andacht und ein gemeinsames Singen, bevor wir dann wieder in die Busse gestiegen sind und uns auf den Weg zurückgemacht haben. Es gab auch eine Verabschiedung. Peter Steger, der in Erlangen zuständig ist für die Pflege der Städtepartnerschaften, Kollege aus der Verwaltung dort, der auch seit 1987 dabei ist und die Städtepartnerschaft Erlangen-Jena ganz maßgeblich mitgeprägt und immer wieder neu vorangetrieben hat, geht in den Ruhestand nächstes Jahr, ist dort feierlich von uns schon mal, von den Jenaern verabschiedet worden, weil wir die Gelegenheit so nicht nochmal haben werden. Und lieber Peter, falls du das sehen solltest, dir einen ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für die vielen, vielen Jahre, die du diese Partnerschaft in deiner Person ganz, ganz maßgeblich geprägt hast. Ja, und besonders gefreut habe ich mich, dass es wieder gelungen ist, auch die junge Generation mit an Bord zu haben. Es sind inzwischen bei weitem nicht mehr nur diejenigen, die die Städtepartnerschaft damals in den späten 80er Jahren mit begründet und aus der Taufe gehoben haben, sondern wir haben auch den Übergang in die nächste und übernächste Generation inzwischen geschafft. Ganz konkret
sind von der Jenaer Euro-Werkstatt, von dem Verein, der jedes Jahr etwa ein Dutzend Freiwillige aus anderen Ländern der EU empfängt. Hier ein Jahr lang sind sie zu Gast, engagieren sich in einem Kindergarten, einer Schule, einem Jugendzentrum und sammeln hier interkulturell ein Jahr lang Erfahrungen in Deutschland, in einer etwas anderen Kultur. Und die sind alle mitgefahren nach Erlangen und haben dort auch Kontakt zu Jugendlichen gehabt. Also ganz, ganz wunderbar, dass die Städtepartnerschaft auch in der jungen Generation aktiv gelebt wird. Ja, und dann noch ein drittes Thema. Das ist jetzt zeitlich ein bisschen schwierig. Wir drehen am Donnerstag, das heißt für mich ist es jetzt morgen. Für Sie am Freitag, wenn das morgen gesendet wird, wird es schon passiert sein. Der German-American Friendship Day. Eine Tradition, die wir mit dem US-Generalkonsul, mit Ken Tocco, hier begründet haben vor 3 Jahren. Dieses Jahr ist es das 3. Mal, dass er stattfindet, aber er findet dieses Jahr leider deutlich abgespeckt statt. Wir haben zum einen einen Wechsel im US-Generalkonsulat. Die Generalkonsuln sind immer für exakt 3 Jahre im Amt und wandern dann weiter auf die nächste Station. Ken Tocco ist jetzt US-Generalkonsul auf Malta und wir haben ihn vor wenigen Wochen verabschiedet. Und die sehr, sehr engen Beziehungen, die er mit der Stadt Jena aufgebaut hat, haben wir jetzt quasi weiter vererbt auf seinen Nachfolger John Crosby, der seit wenigen Wochen im Amt ist. Und auch wir haben uns sehr früh nach seinem Amtsantritt schon kennengelernt und sehr, sehr schnell Vertrauen aufgebaut und Herzlichkeit gefunden. Also das Verhältnis geht quasi nahtlos weiter. Da, wo wir mit Ken aufgehört haben, geht es mit John unmittelbar weiter. Und wir sind jetzt in diesem Jahr eben beim 3. Mal dabei mit dem German-American Friendship Day, immer am 6. Oktober, weil am 6. Oktober in den USA erinnert wird an die deutschen Einwanderer, die ersten, die an diesem Datum in Germantown damals, oder ist dann Germantown genannt worden, angekommen sind. Nur ist es diesmal etwas anders. Das haben Sie sicherlich in den Nachrichten, in den internationalen Meldungen verfolgt, dass in den USA gerade sehr, sehr hart gerungen wird um den Haushalt zwischen Republikanern und Demokraten. Und wir hatten quasi, wenn man eine Veranstaltung plant, so einen Punkt, an dem man sich entscheiden muss, sagt man ab oder zieht man durch? Und das war vor etwa einer Woche, als sich das genau gerade so zuspitzte, dass zu befürchten war, dass der Government Shutdown kommt. Und in dem Fall wäre es dem US-Generalkonsul verboten gewesen, zu arbeiten und insbesondere öffentlichkeitswirksame Termine wahrzunehmen. Und deswegen haben wir, das ist so ein bisschen wie bei Corona, man muss im Vorfeld schon einige Wochen vorher sich entscheiden, wenn man eine Veranstaltung zu spät dann absagen muss, dann ist der Schaden für alle Beteiligten viel zu groß. Deswegen haben wir aus Gründen der Planbarkeit und Sicherheit für alle Beteiligten an den Termin gesagt, wir beißen leider in den sauren Apfel und sagen ab. Nun hat sich das nochmal so halbwegs hingerettet und bis November ist der Haushalt in den USA gesichert. Dann wird das gleiche Spiel wahrscheinlich nochmal losgehen, sodass wir jetzt den German-American Friendship Day auch in ganzer Ausprägung hätten machen können. Aber dann waren die Absagen schon passiert und das kann man dann auch nicht wieder zurückholen. Sehr bedauerlich, aber wir hatten vorher gesagt, dass wir 2 Teilveranstaltungen auch dann durchführen werden, wenn John Crosby selbst nicht da sein kann, weil die zur Not auch ohne ihn funktioniert hätten. Und das ist einmal ein Poetry-Event an der Ernst-Abbe-Bücherei mit Schülerinnen und Schülern. Das hätten wir auch ohne ihn durchgeführt. Und natürlich, was ein zentraler Bestandteil dieses Festtages hier in Jena ja geworden ist, der Bratwurst-Contest. Das wird nun so sein, dass er doch kommt, auch wenn es nur diese 2 kleinen Teilveranstaltungen übrig geblieben sind. Da ist er mit dabei und dann hoffen wir alle, dass es im nächsten Jahr dann wieder in voller Pracht und Größe stattfinden kann. Das ist ja immer ein ganzer Tag mit einem sehr, sehr bunten Programm und hoffentlich nächstes Jahr wieder so, wie wir das aus den letzten 2 Jahren gewohnt waren. Aber das jetzt alles für Sie quasi schon in Rückschau, weil Donnerstag gedreht und Freitag sehen Sie das ja erst. Ja, und das soll es für heute auch gewesen sein. Ich wünsche Ihnen wie immer ein angenehmes, ein erholsames Wochenende. Kommen Sie gut in die neue Woche und dann sehen wir uns nächste Woche Freitag hier wieder. Und bis dahin, machen Sie es gut.